Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder ein Video, in dem ich ein bisschen über so grundlegende Themen, was das 3DS-Hacking angeht, rede. Denn mir ist aufgefallen, dass viele Anfänger erstaunlich wenig Wissen über die Grundlagen haben. Und ich habe auch keine hundertprozentige Garantie, dass das alles stimmt. Bei mir ist das, oder ich habe das Wissen eigentlich nur von allen möglichen Sachen, die ich so mit der Zeit zusammengesammelt habe, aber ich habe halt nicht alles kontrolliert, dass es wirklich zu 100% stimmt. Und damit kommen wir auch schon zu dem heutigen Thema, und zwar zu den Exploit-Arten. Und da gibt es mehrere Arten, und das kann auch für Anfänger ziemlich verwirrend sein. Und die sind halt alle auch für unterschiedliche Funktionen da, und man weiß nicht unbedingt, welchen man für was benutzen möchte oder muss. Und als allererstes gibt es die Entry-Points. Das sind, glaube ich, auch die ersten, die in einem System gefunden werden. Und damit kann man einfach überhaupt erstmal Code ausführen. Noch nicht normal programmieren, sondern einfach nur eine limitierte Art des Codes ausführen, sogenanntes Return-Oriented Programming. Und diese Entry Points sind halt der erste Schritt in das System rein und halt der erste Weg, überhaupt irgendwie was selber ausführen zu können. Und da gibt es einerseits die Stage 1 oder Stage 1, was der erste Eingang in das System ist, ohne eine vorherige Installation. Und das ist zum Beispiel so wie Browser-Hacks oder Ninja-Hacks, Freaky-Hacks, Tube-Hacks oder Smash-Hacks, wo man eben einfach den Internetbrowser öffnen kann und dann wird der Exploit ausgeführt. Und im Gegensatz dazu gibt es noch die Stage-2-Entry-Pointe oder Entry-Points, die erstmal installiert werden müssen mit einem Installer oder so und erst dann ausgeführt werden können. Und die sind halt häufig schwieriger zu patchen als Stage 1 oder Stage 1 Entry Points, weshalb man halt immer mit einem Stage 1 und Stage 2 Entry Point installieren sollte. Und Beispiele für Stage 2 Entry Points sind zum Beispiel V-Sternchen-Hacks, Menu-Hacks, Iron-Hacks, auch Ocarina of Time 3D-Hacks und so weiter. Und jetzt können wir schon mal Code auf dem System ausführen, aber es ist halt noch sehr begrenzt. Und damit kommen wir jetzt schon zu der Hardware. Also zu den eigentlichen Hardware-Sachen und zwar zu den 2 oder 4 ARM11-Kernen, die der 3DS hat. Und das ist der Prozessor oder das sind die Kerne, auf dem die 3DS-Mode-Spiele laufen und auch die Systemsoftware und so weiter läuft. Also halt das, wo eigentlich so Spiele und so weiter drauf laufen und ja. Und da gibt's erstmal den Userland-Exploit, mit dem man aus dieser eingeschränkten Return-Oriented Programmierart ausbrechen kann. Und relativ normal programmieren kann. Ist immer noch eingeschränkt, man darf nicht alles machen. Aber man kann immerhin schon normalen Programmiercode ausführen. Und auf dieser Basis oder auf dieser Rechte ist auch der Homebrew Launcher. Also der Homebrew Launcher benötigt die Rechte fürs Userland. Und das sieht man auch daran, dass der nicht mehr machen darf als normale Anwendung für den 3DS. Also Internet benutzen, SD-Karten benutzen und so weiter. Aber zum Beispiel Systemtitel darf er nicht installieren, ohne weitere Exploite. Und dann können wir auch schon zum nächsten Exploit, dem ARM11-Kernel-Exploit oder Kernel-Exploit, mit dem man deutlich mehr Rechte bekommt, auf dem halt alle, die der ARM11 so hat, wie zum Beispiel Downgrade, was jetzt bei 11.0 in gewisser Weise gefixt wurde, also mit der Firmware 11.0, oder auch legit CIA-Dateien zu installieren, wovon es ein paar gibt, und das darf man eben alles mit dem ARM11-Kernel oder Kernel. Also ist halt einfach noch so wie ARM11-Userland, nur mit Kernel-Access, also mit mehr Rechten, die das Programm dann machen darf. Und eben auch Downgrade-Programme oder so, die sind immer schon vorgepatcht damit. Oder auch CIA oder CIA-Installer oder so, die als 3DSX startbar sind. Und dann kommen wir zum nächsten Prozessor oder zum nächsten Kern, den der 3DS hat. Das ist ein ARM9-Kern, der im 3DS-Mode hauptsächlich für die Sicherheitssachen zuständig ist und auch für die DS-Kompatibilität und ich glaube auch für die Game Boy Advance-Kompatibilität, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wie man da schon hört, Sicherheitsprozessor heißt, wenn man da Kernel Access hat, dann hat man eigentlich Zugriff auf alles am 3DS. Bei dem ist Userland gleich Kernel, was ich übrigens aus Smearlooms oder Smears Hacking Talk auf dem 32C3 habe. Den Link dazu werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung packen, aber es ist schon ziemlich kompliziert, was die da erzählen. Also, hier gibt es nicht die Differenzierung in Userland bzw. Kernel, weil man als Userland oder weil man mit Userland-Rechten auch Rechten auf Kernel-Befehle ausführen kann. Und wenn man den Userland oder Kernel im ARM9 hat, dann hat man eben den 3DS so ziemlich komplett übergenommen. Man kann Custom Firmwares installieren, Emunant, die Firmware patchen, die momentan läuft und so weiter. Und jetzt gibt es noch einen etwas unbekannten Prozessor im 3DS, den so ziemlich niemand kennt. Und der war auch lange Zeit unbekannt. Und zwar gibt es noch einen ARM7-Kern.
Der ist aber nur für Virtual Console und DS-Kompatibilität zuständig. Und normalerweise, wenn man 3DS-Spiele spielt, ist der deaktiviert. Und es gibt da kein Interesse dran und er bringt auch keinen Mehrwert, also keinen richtigen Mehrwert, weil auch nur der R9 darauf zugreifen kann, mit dem man als normaler Homebrew-Entwickler eh nicht so viel zu tun hat. Und es ist auch kein Exploit nötig, weil man eben, wenn man den R9 hat, alles hat. Und jetzt haben wir schon mal so die Standard-Exploit-Arten, aber es gibt noch mehr, die nicht so ganz in das Schema packen. Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, per DSiWare-Hacks down zu graden, also ungefähr das, was ARM11 kernel könnte. Nur, dass das eben daran liegt, dass man als DSiWare Zugriff auf den kompletten Speicher vom 3DS hat. Aber es ist ja auch ein Hack aus dem DS-Mode und das ist wieder was anderes. Und noch ein kurzer Hinweis darauf, dass es normalerweise keine dauerhaften Änderungen von diesen Exploiten von der Firmware oder so gibt, sondern nur maximal durch Exploite, die beim Starten vom 3DS ausgeführt werden, bevor man ins Menü kommt oder so, wie zum Beispiel von Menu-Hacks oder ARM9 Loader-Hacks, da einfach alles im 3DS signiert ist. Und wenn die Signatur ohne Exploit oder ohne Patch nicht richtig ist, dann werden die Sachen nicht gestartet, also unsignierte Sachen werden nicht gestartet und das würde meistens zu einem Bug führen. Das heißt, die Änderungen, die man vornimmt, sind entweder nicht dauerhaft oder nur durch einen Exploit dauerhaft. Und das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe dir die ganzen Themen noch ein bisschen näher gebracht und mir ist noch eine gute Idee eingefallen, wie man das Ganze visualisieren kann. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!